wollte gerade loslegen. In der Zeit, wo du gelaufen bist, hatte ich den leider schon angehittet mehrfach. So, geben wir mal ab. Ich glaube, dann sollten wir noch Elek-Jagd bekommen. Ah, ja, diese anderen Viecher, ne? Genau, soweit ich weiß, müssten wir dann die Elek-Jagd noch bekommen. Und eventuell schon die Endbosse von den Grollhufen, von Talbuch und von dem Windrock. Geht schon los, ey. Mir tut schon der Nacken und die Schultern weh. Kein Problem, Baby. Wir haben ja nur noch 25 Minuten. Da müssen wir sowieso einen Cut setzen, weil, Zwangspause. Genau. Hast du übrigens im Inventar auch die Quest Heulender Wind? Mono Momento, ich habe Purpur-Kristallsplitter und ich, ja, habe ich. Heulender Wind bitte annehmen dann. Ja. Geht jetzt kannst, nicht. Kannst auch gerne, was? Das geht jetzt nicht. Dann mach jetzt. Das geht jetzt nicht, weil ich auf den, wenn ich dir auf den drauf setze, geht das nicht. Also, dann warte, dann lande ich. Also, ich konnte jetzt. Ja, weil du bist ja auch nicht, du sitzt ja nicht auf einem Mount in dem Sinne, ne? Ich bin das Mount, ich weiß. Boah, elegant abgeworfen hier. Ja, perfekt gelandet, du bei ihm und ich bei ihm. Was ist das hier? Purpur-Kristallsplitter habe ich noch. Ja, auf. Die habe ich nicht, die Quest, deswegen lass sie erstmal bitte. Ja. Ich weiß nicht, wo du die her hast. Ich weiß nicht, wo du die schon wieder rumgetrieben hast. Ich weiß es echt nicht, wo die sich rumdrehen. Heulender Wind. Oh Gott. Sucht beim Thron der Elemente nach jemanden, der Kalimax sprechen kann. Und zeigt der Person den heulenden Wind. Okay, ich kann kein Kalimax. GZ, blöder Allianz Level 68, der Bödalin heißt. Ehre dem König, Freund. So, beherrschen der Talbuk-Jagd beenden. Bachelor müssen wir jetzt besiegen. Was kann ich ja, so heißt der letzte Talbuk. Grollhufjagd, da müssen wir, glaube ich, wie hieß der denn nochmal? Banta. Was eine Anspielung auf Star Wars ist. Wie kann ich euch helfen? Während Bachelor eine Anspielung halt auf der Bachelor ist, oder The Bachelor. Und, Aaskralle müssen wir besiegen, genau. Auf bald. So. Wollen sie aufsteigen, junge Frau? Ja, ja, ja. Wunderbar. Dann gehen wir mal los. Ne, zum Thron der Elemente fliegen wir jetzt mal noch nicht. Wir machen jetzt erstmal noch beherrschen Grollhufjagd, beherrschen Talbukjagd und dann beherrschen Windrockjagd. Musst du schon was verkaufen oder hast du noch Platz? Ich hab noch Platz. Bisschen habe ich noch. Mein Inventar ist voll. Meinst noch nicht ganz. Aber nein, meins auch nicht. Aber jetzt siehst du mal Makha von oben. Garada, Entschuldigung. Ja. Makha ist ja der Stamm sozusagen, der hier wohnt. Aber jetzt siehst du mal Garada von oben. Ein schönes Fleckchen Erde. Mhm. Schön grün. Deswegen finde ich halt Nagrand so geil als Questgebiet, weil das einfach schön grün ist, mal was anderes. Ich finde, ein grünes Gebiet muss immer dabei sein in WoW. Ja, immer so abwechselnd. Was so, ja, so ein bisschen abwechselnd. So ein bisschen Schnee, dann mal wieder Feuer, dann mal wieder Berge, dann mal wieder Dürre und Wüste, dann mal wieder was saftig Grünes, dann mal wieder nur Wasser. Also es muss immer so ein bisschen Abwechslung drin sein, wie ich persönlich finde. Und nicht nur das, sondern auch so schön gestaltet sein wie hier. Weil ich finde das mit diesen Zerklüftungen, mit dem Wasser, mit diesen schwebenden Inseln. Mhm. Und wenn man das dann im Vergleich sieht zu Draenor, wie es dann eigentlich hätte damals ausgesehen oder ja vor der Zerstörung hat ausgesehen, ist das schon echt Schmankerl. Echt so Delikatesse. So. Du hast ja auch so ein bisschen mehr über Ich muss zu. Du legst dich natürlich wieder mit der Weltbevölkerung an hier. Nee, der hat mich zuerst, hat angefangen. Der hat angefangen! Nee, du hast ja mir beim Questen auf Level 100 mit meinen zwei Charakteren ab und an mal über die Schulter geschaut. Da hast du ja auch die Abwechslung gesehen, beziehungsweise das Draenor schon gesehen. Was hast du vor? Ich bin gucken, außer Reichweite. Das ist Teufelsgras. Kräuterkunde. Ja, sah gut aus. Das habe ich gefarmt damals ohne Ende. Mhm. Ja, ich habe dir über die Schulter geschaut. Mhm. Ja, und da hast du ja schon so ein bisschen die Gebiete gesehen und vielleicht magst du ja schon mal was dazu erzählen. Nö. Wie fandest du die? Warum soll ich? Mist.
Dachte, vielleicht habe ich da jetzt ein Thema oder so. Nee, was ist das Thema? Da kommt man dann noch hin. Ja, aber deine eigene... Was? Da kommt man doch noch hin. Aber deine eigene Meinung mit einbringen? Ja, nein. Nein. Ich habe keine Meinung zu diesem Thema. Ich brauche keine Meinung. Das ist überflüssiger Schnickschnack. So, da oben fliegt der Aaskralle. Den baller ich mal runter. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Er ist nämlich Level 67, hat ein bisschen mehr Leben als andere Mobs. Da kommst du auch mal wieder zum Zuge. Ich habe kein Ziel. Den bitte looten. Dann darfst du wieder auf mein Rückchen. Des Weiteren müssen wir bald mal was Bestimmtes tun. Machen wir das jetzt schon oder machen wir das? Ich überlege gerade. Ne, das machen wir später mal. So, hier kannst du eine Quest abgeben und theoretisch auch annehmen, das machen wir aber jetzt nicht. Aha. Was, damit wir wissen, fliegen so hier, Arsch, verarscht. Das machen wir nicht aus dem einfachen Grunde, weil wir kommen ja hier nochmal hin. Gehe ich mal von aus. Ich bin gewundert, wer da gewartet, bis sie abgesprungen wäre und dann, nee, jetzt nicht. So, dann suchen wir. Was? Wie viele hier sind auf jeden Haufen? Ja, ja. Die gehören eigentlich zu Bachelor. Ich frage mich gerade, wo Bachelor ist. Bachelor heißt ja nicht Bachelor. Ja. Ich habe heute leider keine Rose für dich. Weil der Rose kam. Normalerweise läuft er hier mit in diesem Verbund, in diesem Herdenverbund und ist der Anführer. Vielleicht läuft er ja, oder vielleicht läuft er hier noch eine Herde rum. Ich weiß es nicht. Oder der spawnt erst noch. Da. Bachelor. Da ist er. Der Bachelor. Bachelor. Übrigens, wie ich finde, ein sehr majestätischer Talbuk. Hätte ich auch gerne diesen Zauber noch nicht sehen. Schade, dass es nicht jedes Tier auch als Haustier gibt. Muss ich immer wieder sagen. Ich brauche ein Ziel. Ja, aber manche. Manche speziellen nicht. So, dann Uten. Oh, Junge. Der jetzt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Jetzt. So, und dann gehen wir jetzt zu Banta. Mm. Ein Banta-Happen. Nicht Panther, sondern Banta. Ja, Banta ist halt eine Anspielung auf Star Wars, weil da gibt es diese Lasttiere, die sich Banta nennen. Mhm. Och, mir juckt's gerade. Hm. Zum Haare raufen so. Dann fliegen wir mal. Übrigens, da drüben ist Oshungu. Oshungu. Wo ist drüben? Dieser große weiße Berg, den du vor dir siehst. Ach, der da. Das ist ein Kristall oder ein Raumschiff, irgendwie sowas. Oder die Ahnengrabstätte, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig. Oder einfach nur ein Berg. Nein, das ist, da ist was drin. Ja. Was Gestein. Spezielles, was wir schon mal gesehen haben. Ja, mach ich das ein. Und vor allem, wenn du siehst, oh, da ist Durin der Nimmersatte. Alter, den müssen wir auch noch töten. Der war früher so hart. Der war ja, so hart. Da siehst du den Eingang schon vor dir. Hm. Oshungun ist, ja, so ein Platz der Toten, sag ich jetzt mal. Der geplündert wird wie hießen die nochmal hier? Konsortium-Menschen hier. Mein Gott, Astralen. So, Astrale heißt die Rasse. Das sind astrale Lehrenwandler oder sowas. Oder heißen die nur Astrale? Ne, ich meine nur Astrale heißen die. Bestehen im Prinzip nur aus Sternstaub und einer Binde drumrum. Dieser Zauber ist wie so eine Mumie, sag ich jetzt mal. Ich kann diesen Zauber bestehen nur aus Energie, wo halt außen drumrum Bandagen gewickelt sind. Mhm. Also, wenn man so will, eigentlich kein richtiges Lebewesen. Wo aber schon vermutet wurde, dass die eventuell auch ins Spiel als spielbare Charaktere implementiert werden. Das ist zwar schon seit Jahren der Fall. Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt oder vermutet. Das ist natürlich schon seit Jahren der Fall. Da hat man schon mal drüber geredet, will nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob wir schon mal im Let's Play darüber geredet haben. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Deswegen schneide ich das jetzt. Wir reden ja viel, wenn der Tag lang ist. Also ja, das auch. Deswegen schneide ich das jetzt nur mal kurz an. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern man die als schönes Charaktermodell rausbringen kann, weil wenn die nur aus Energie bestehen, so,
dann kannst du ja nicht mal wirklich die Gesichtszüge und so. Da hast du ja nur eine Bandage. Willst du dann braune Bandage als Gesicht machen und pinke und lilane oder was? Als Unterscheidungsmerkmal sozusagen. Jetzt kannst du dich ja noch so ein bisschen mit deinen Gesichtszügen unterscheiden und mit den Sachen, die da anders und so. Aber da... Was hast du so rumgeklickt? Was war das? Es hörte sich so wild rumgeklickt an. Ich ja? Mhm. So hörte sich das an. Keine Ahnung. Egal. Dann, wo ist denn jetzt Banta? Bachelor. Doch, nee, Banta. Bachelor haben wir schon getötet. Banta fehlt uns noch. Ich finde den Namen Bachelor aber geiler. Bachelor. Alter Bachelor. Ey, du Bachelor. Junge! Wo haben wir denn jetzt Bantar? Bantar. Der fällt auf. Das ist ja größer das, sein, oder? Ja, das ist ein Grollhuf, der etwas größer ist und weißlich. Ja. Könnte der hier bei der Herde bei sein? Nee, normale. Also früher sind die immer mit der Herde so zusammengelaufen. Deswegen frage ich mich gerade, wo der ist. Oh, süß. Die Herde. Ja. Da sind noch kleine dabei. Hier ist später der Elek, der letzte. Da oben, ein weißer Elek. Zana. Königin der. Ah, dahinter ist der Banta. Ah ja, ich sehe ihn gerade. Ah nee, der war nicht weiß. Der Dings war weiß. Banta hast du noch im Auge, ne? Hm. Du müsstest ja eigentlich theoretisch gleich sogar ein Level-Up sein. Wenn ich das so richtig sehe, ne? Nö, ja. Zwei Balken noch. Ja, ich hab noch Hälfte. Ich kann diesen Zauber noch nicht kriegen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, und weg mit Banta. Zack, ermordet. Und damit haben wir die Großwildjagd schon fast hinter uns. Und wenn jetzt noch Lederer wär's. Ja, boah. Da hätte viel Spaß, ne? Gibt zwar natürlich, wie gesagt, auch keine EP, das Leder abziehen, aber du hättest trotzdem sehr viel Leder, könntest deinen Beruf nebenbei noch skillen und. Und das ist einfach so geil. Das war immer so geil. Hier habe ich teilweise meinen Beruf dann von, ja, ich sag mal so, Skill 550 bis Skill 600 oder so betrieben. Nur mit den Quests oder wenn nicht sogar mehr. Naja. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall zumindest. Aber das fand ich jetzt ganz entspannt als Einstieg wieder, weil so lange die WoW gespielt hat, einfach mal so sinnlos irgendwelche Mobs töten. Naja, sinnlos war es ja jetzt nicht. Kriegst ja EP dafür. Doch. Ohne dass man irgendeiner Story folgen muss und viel lesen muss und so. Ja, deswegen dachte ich, machen wir das auch mal als erstes. Allein schon, weil es halt auch gut EP gibt für nichts tun und ein bisschen dabei quatschen. Also okay, wir haben was getan, wir haben die Viecher getötet, ja, okay. Aber es ist halt im Vergleich zu anderen Quests nicht so anspruchsvoll. Ja, das ist richtig. Wo du dann noch Items klicken musst und hier und da und Baby, mach doch mal da und klick doch mal da und weißt du. Södele, dann sind wir ja jetzt auch gleich mit der Großwildjagd fertig. Oh. Ich habe irgendeinen Buff gekriegt. Ne, du hast göttliches Aegis absolviert. 400 irgendwas Schaden. Oh, das schadet ja nicht aus 7 Sekunden. Das ist natürlich lange, ne? Ich hatte gerade einen Priester gebufft oder so. Das war bestimmt versehentlich. Der hat sich vielleicht selber gebufft und wir waren gerade drüber. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es mich eher jetzt hier so... Ach, da fliegt ja eine. Fakt ist, wir sind wieder zurück. Die buffen wir mal an, weißt du. Das machen sie schon mal. Die geben dir schon mal Buffs. Achso, jetzt kann ich hier nur das nehmen, was am meisten Geld gibt. Und immer natürlich den Helm. Ja, bei mir. Den Helm. Ja, ja. Man sieht sich. Weil sonst war nichts für mich. 13.000 EP. Grüße. Huf von Bachelor oder Bachelor, wie ich ihn gerne nenne. So, ein Dolch, der ist nicht besser, der ist auch nicht besser und Rücken ist auch scheiße für mich. Das Cape vielleicht? Sehe ich jetzt nein, nicht. Beweglichkeit, Baby. Ach, ich sehe es. Was ist denn das? Sechs, der Dolch, der Talbuk-Dolch, der gibt am meisten Gold, falls du danach suchst. Ich schon. Grüße. So, Auge von Aaskralle. Mein Gott, immer noch keine besseren Schuhe. Oder generell besseres Equipment. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da? Intelligenz, Ausdauer, Fit, Willen, Kraft.
Das Stoffteil bringt dort am meisten Gold. Ich glaube, das ist sogar besser als meins. Also nur, er zieht 10 Intelligenz ab, aber Vorfahren gibt 10 Ausdauer, 5 Crit. Sekunde, ich komme mal ganz kurz rüber gucken. Ha! Ich bin. Jo! Ich bin grün! Ich bin eine Waldelfe! So, sie ist wieder grün. Jetzt finde ich, sieht das Set eigentlich ganz gut aus, wenn du es dir mal so anguckst hier, warte. Ja, das geht auf jeden Fall. Jetzt passt es wieder so. Mit den Farben und so. Das nicht nur jetzt, nicht nur zu dem Hut passt es, sondern allgemein, weil du so viel Lila in deinem Set gerade drin hast. Ja, ich fühle mich jetzt wohler als in diesen Leggings, muss ich mal so sagen. Trink Brola, fühlst dich wohler. Hat meine Oma immer gesagt. So. Wenn du alle abgegeben hast, Hammett Nessingberry, bitte. Hallo. Bitte? Wir müssen nämlich jetzt die ultimative Beute holen. Ach ja, der Vogel. Bringt das Herz von Zana zu Hammett Nessingberry bei Nessingberry Safari in Nagrand. Bleib auf dem Boden! Bleib auf dem Boden. Nö, ich hebe jetzt ab. Ich hebe ab. Und ich hebe mit. Nichts hält mich am Boden. Ich hebe mit dir. Wir heben ab. Nichts hält uns am Boden. Egal. Entschuldigung, das hat jetzt eigentlich so, naja. Übrigens ist die Quest für uns orange, Baby. Das heißt, es gibt gut fett EP, wenn wir das schaffen. Und da wir zu zweit sind, sollte es eigentlich machbar sein. Ja, wo suchen wir es? Aber für dich gibt's da leider nur einen Zauberstab, den du aber nicht anlegen kannst, weil du keine Stäbe brauchst. Ja, weil ich ja beidhändig bin. Für mich gibt es aber, ich glaube, eine Schusswaffe, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, eine Schön. Boah, das ist eine ordentliche Knarre. Du magst doch gar keine Schusswaffe. Nja, ich weiß, aber jetzt beim Questen ist es eigentlich scheißegal. Ich mag zwar lieber Bögen, stimmt schon. Aber die haben ja jetzt auch das gepatcht, dass das nicht mehr dir um die Ohren fliegt. Du fliegst ein bisschen in die falsche Richtung, kann das sein? Nö, ich flieg gerade noch schräg. Ich finde aber auch schade, dass sie damals hier nichts draufgepackt haben. Ja, das wäre doch so cool, ne? Jetzt haben sie ja draus gelernt und haben ja überall in der Welt Schätze versteckt. Den Trainer haben sie ab und zu mal so einen kleinen Schatz. Wir sprechen schon wieder durcheinander. Ja, das kommt vor. Ja, Leute, wenn ihr... singt. Halt die Klappe jetzt! So. Nee, sorry, wenn wir zwischendurch halt durcheinander sprechen. Nein, also das haben sie ja jetzt in Draenor gepatcht, da hast du ja überall was zu entdecken und zu finden. Halt die Fresse, Mann! Geh weg! Ich will Erz, ich will EP, ich will wieder Susi auf die Spur kommen. Ja, ja. Wie viel EP hast du jetzt eigentlich? Was? Nein, Hilfe! Was? Uah. Was denn? Oh, oh. So. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht abgebrochen. Hört mal. Nein, nein, alles gut, Baby. Lass so, wie es ist. Ich bin jetzt bei 95%. Oh Mann, ich bin jetzt bei 62. Und zwar hat mich gerade HP, Dankeschön Arschloch. Ja, HP hat mich gestern auch aus dem Spiel gehauen. Hat mich aus dem Spiel gehauen. Aber da war er ja nicht in der Aufnahme. Ich will ein Update haben. Jetzt sofort. Ja. Du musst aus dem Spiel raus. Das ist deine Aufnahme, du Arschloch. Ich will unbedingt ein Update. Das ist richtig, das war gestern bei mir auch gewesen. Ah, ich dachte schon irgendwie Anzeigetreiber oder so wieder. Ah, Mann. WoW, WoW. WoW kann nichts HP. Dafür. HP. Nein, diesmal kann WoW nichts dafür. HP. Ja, sorry. Das ist ja direkt schon wie so eine Anhöhe so gemacht, so, ne? Mhm. So, das Zana. Ist das stolze Tier, müssen wir jetzt töten. Jep. Müssen wir. Ich kann das noch nicht tun. Viel Spaß. Oh, früher war die auch fast unbesiegbar. Mittlerweile. Wow. Oh, das ging ja schnell. Das ging ja wirklich schnell. Ey, ich habe mich damals abgebrochen ohne Ende. Ach, das ist die gute alte Zeit, ist nicht mehr das, was sie mal war. Aber das kommt noch in Draenor, Baby. Hm. Geh mal weg da. Oder? Komm ins Bett. Nein, 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 nein. Ja. Danke. Was denn? Ist doch ein schönes Thumbnail. Ja, habe ich erlegt. Haha, wer es glaubt.
Haben wir erlebt. So. Jetzt dürfen wir wieder zurückfliegen. Meh. Aber es gibt immerhin 15.000 Erfahrungspunkte. Um genau zu sein, 15.811 Gold, ein Gewehr und du bist am Singen. Nein. Ich komme dir gleich darüber. Vor allen Dingen, er kann ja jetzt immer meine Tonspur, dann, wenn er redet, ja auch rausnehmen, ne? Und weißt du, was ich noch kann? Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Das traust du dich nur, weil ich mich nicht bewegen kann. Und dafür willst du jetzt noch belohnt werden? Ja. Nö. Küsschen. Nein. Du bist so nervig. Das treibe ich noch aus. Das kriegst du nicht hin, na. Oh. Entschuldigung. Was denn? Ich habe das rausgenommen aus der Tonspur. Geht ja jetzt. Das stimmt, doppelt. Boah, ja. Das gibt's doch nicht. Ja, wir müssen in 5 Minuten sowieso einen Cut machen. Das ist jetzt wieder sehr passend hier. Der rennt da jetzt schon immer weg und versteckt sich schnell, weißt du? Das ist echt... Also ich finde Hunde sind wirklich lustig. Die wissen, dass sie Scheiße machen und dann... Versuchen sie sich doch schnell zu verstecken, um der Strafe zu entgehen. Ja, das tut mir auch voll leid, dass wir das jetzt so in der Aufnahme so oft hatten. Also, so tut mal. Uns echt leid. Es liegt. Was ist das denn bitte? Ist das das Vieh, was du meinst? Ich habe ganz, ganz viele Waren. Ja, das ist das Vieh, was 120 kostet. Links kannst du dann noch transmogrifizieren. Das heißt, das kann ich ja mal kurz zeigen. Wie geil ist das? Da kannst du zum Beispiel, guck mal hier, ich habe jetzt diesen Helm auf. Ja. Und ich könnte jetzt theoretisch diesen hier reinziehen und dann sieht dieser Helm, den ich aufhabe. Okay, das geht jetzt leider nicht. Okay. Und nun lebt wohl! Halt die Klappe! Auf jeden Fall kannst du den Gegenstand da reinziehen und dann so aussehen lassen wie den, aber mit den Werten des anderen. Hey! Hey! Ich bin gerettet! Es macht mir nichts auszuteilen. Ich bin nur froh, dass ich vor diesem Widerling Diebus sicher bin. Und ich habe Tonnen von Tierhäuten in den Zangermarsch gesammelt. Es ist also überhaupt kein Problem. Richtig. Ja. Annehmen, abgeben, fertig. Hä? Wieso kann ich das nicht bei der... Hi, kannst du nicht bei der annehmen? Die hatten... Sie, Quest. Hab ich schon, ich wünsche euch einen schönen Tag. Er, abgeben. Seid gegrüßt. Ja. Gut. Fürs Nichts tun 10.000 EP bekommen. So gut. So, bei Hammond Nissingberry darfst du dann jetzt deine andere Quest abgeben. Genau. Nimm am besten den Zauberstab, der gibt mehr Gold für dich. Oh, wenn er mir nichts bringt. GZ! Oh, geil. Und ich habe auch einen Erfolg bekommen. GZ zu Stufe 66. Hügel, wie weiße Elex, den bekomme ich jetzt auch. Bleib sauber. Flupp! So, ich gucke mir trotzdem mal den. So, und dann nehmen wir mal die Schusswaffe in die Hand. Ja, schade, ne? Ja. Pass auf, ich würde sagen, da wir jetzt gleich einen Cut machen müssen. Ja. Ich habe noch 4 Minuten, dann haben wir hier eine Stunde. Ja, gut, okay. Ja. 5-6 Minütchen ungefähr, sag ich mal. Dann hätten wir glatt wieder eine Folge zu Ende, deswegen... Versuchen wir das einfach mal. Versuchen wir es einfach mal, genau. Pass auf, wir fliegen jetzt erstmal zurück, weil du hast ja schon den heulenden Wind da angenommen. Du Heulsuse. Die Heulsuse, ja. Und, die Heulsusi. Die Heulsusi. Und die Quest geben wir dann jetzt hier am Thron der Elemente ab. Den im Übrigen richtig hammergeil aussieht im Draenor. Ja, das stimmt. Oh, der sieht einfach nur so wunderschön aus, vor allem dann noch die Berge, wo du hoch kannst, hochlaufen ja kannst. Das Trainer sieht schon schön aus, weil er mich vorhin nach meiner Meinung gefragt hat, aber so, aber ich wollte ja jetzt noch ziemlich drüber reden, weil wir kommen da ja noch hin. Ja, aber das dauert noch so lange. Ja, egal. Dann ist ja schon Neues draußen, dann ist ja schon Legion raus. Ja, ist doch trotzdem immer noch. Es geht ja immer weiter, so ist ja wie Licht. Nicht vergessen. Licht. Was? Licht. Nicht vergessen. Licht. Aus. Der heulende Wind kannst du schon mal abgeben. Jo. Die Quest beenden. So, dann darfst du schon mal... Finsterblut. Bitte?
Bösewichte der Finsterblut ist die Quest. Genau, dann darfst du die schon mal annehmen. Und Roma, die darfst du auch annehmen. Ihr werdet zurückkommen. Dann hier rüber. Was braucht ihr? Untergrund. Ja. Für die Horde. Dann hier rüber. Was? Ja. Eine seltene Bohne. Ich dachte, das ist Bombe, weißt du? Nein. Deswegen. Nein. Schlamm tauchen, abgeben und dann machen wir mal eben hier an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut, würde ich behaupten. Ja. Gut. Ja. Hast du angenommen? Habe ich angenommen. Gut, liebe Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin, euer Paolo. Und eure Susi. Gehabt euch wohl, lebt wohl, seid frivol. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Tschüss.